bin schon immer ein sehr mutiger und neugieriger Mensch gewesen. So liebte ich es, neue Dinge zu sehen, neue Leute kennenzulernen und immer nach neuen Herausforderungen zu suchen. Einfach alles faszinierte mich. Doch insbesondere, mehr als alles andere, liebte ich Mutproben. Das Adrenalin, die Aufregung und das siegerhafte Gefühl, nachdem man die Aufgabe gemeistert hat, catchte mich immer und immer wieder. So wagte ich mich bereits von Klippen ins Wasser zu springen, Fremde auf der Straße mit dummen, peinlichen Fragen anzusprechen oder auch einfach bei Dunkelheit mitten in der Nacht in den Wald zu gehen. Die unterschiedlichsten Dinge, welche alle leichte Überwindung brauchten, waren jedoch nie wirklich eine Herausforderung für mich gewesen. Ich suchte diese eine Challenge, die mir genau diese Gefühle gibt, welche ich bereits aufgezählt habe. Und da kam mir eine Idee. Denn eine Challenge, welche im Moment auf YouTube und auf sämtlichen weiteren Internetseiten so beliebt wie keine andere zu sein scheint, ist die sogenannte Lost Place Challenge. Wie der Name schon sagt, ist es eine Challenge, in der es darum geht, an einen verlassenen, einsamen, gruseligen Ort zu gehen und dort seinen adrenalinfreien Lauf zu lassen. Mir gefiel dieser Trend. Ich hatte bereits sämtliche Videos unterschiedlichster YouTuber gesehen und mir kam es in den Sinn, dass auch ich diese Challenge ausprobieren muss. Und so gab ich in meiner Google-Suchleiste verlassene und angeblich gruselige Orte in meiner Nähe ein. Zu meiner Enttäuschung musste ich jedoch feststellen, dass kaum ein Ort wirklich frei zugänglich zu sein schien. Entweder war das Anwesen videoüberwacht oder mit sämtlichen Vorkehrungen abgesichert. Ich wollte das Risiko nicht eingehen, erwischt zu werden oder noch schlimmer, eine Anzeige zu bekommen. Ich wollte meinen PC gerade schließen, als ich ganz unten auf Seite 4 der Suchanzeige einen interessanten Link las. Lost Place Hardcore. Traust du dich? Meine Neugier weckte mich und ohne zu zögern klickte ich drauf. Sofort öffnete sich eine schwarze, grüne Seite. Sie war sehr simpel gehalten und nicht gerade qualitativ hochwertig. Als die Seite jedoch vollständig lud, poppte ein Text auf. Er war auf Deutsch und nicht gerade lang. Er bestand gerade mal aus 3 Sätzen. Ohne zu zögern las ich Wort für Wort aufmerksam durch. Willst du an einen Ort gehen, den du nie wieder vergessen kannst, dann begib dich zu folgenden Koordinaten. Also nur, falls du es verkraftest. Ich musste schmunzeln, aber ich war auch positiv überrascht, denn als ich die Koordinaten in mein Handy so sorgfältig eingab, wurde ich tatsächlich zu einer Adresse geleitet. Und was mich noch mehr stutzen ließ, der Ort war nicht mal eine Stunde von mir entfernt. Ich schaute auf meine Uhr. 16.15 Uhr. Wenn ich mich beeile, könnte ich noch heute losfahren und den Ort besuchen, dachte ich mir und wurde beinahe hektisch vor Aufregung und Freude. Und dann ging alles ganz schnell. Keine 15 Minuten später saß ich in meinem Auto zusammen mit meinen wichtigsten Sachen und startete den Motor. Ich brauchte nicht viel. Ich nahm einen Rucksack mit, in welchen ich ein wenig Nahrung, Wasser, eine Taschenlampe und Verbandszeug verstaute. Ich wusste nicht, wo es mich hinführen würde und für den Fall nahm ich sicherheitshalber etwas Verbandszeug mit. Und dann stand ich da. Nach ca. 50 Minuten Fahrt gelang ich tatsächlich an ein verlassenes Gebäude. Es war recht groß und relativ abgelegen in einer kleinen Waldlichtung. Ich war außer mir vor Freude. Ich hatte tatsächlich einen Lost Place entdeckt, welcher nicht wie die üblichen anderen überwacht oder eingezäunt war. Die leicht wärmende Abendsonne neigte sich langsam dem Untergehen und ich beschloss direkt loszulegen. Das Gelände war groß und ich wusste nicht, wie es innen drin aussieht. Bald würde es stockduster sein und dann wäre eine gute Sicht nur noch begrenzt möglich. Der Außenbereich war nicht sonderlich spannend. Alles war verwuchert und um das Gebäude herumzugehen, wäre definitiv nicht möglich gewesen. Ich betrat das Eingangstor. Darüber stand eine eingravierte Schrift. Sanatorium, linker Flügel. Zu meiner Begeisterung fand ich scheinbar ein altes, verlassenes Sanatorium. Genau nach meinem Geschmack, dachte ich mir.
Psychiatrien, Krankenhäuser haben immer etwas Gruseliges an sich. Und so ging ich durch die heruntergekommene Eingangstür. Die ersten Schritte waren von einem leisen Knirschen begleitet. Die rustigen Scharniere des Tores schienen mich freundlich zu begrüßen, während ich weiter in den Korridor, welcher zu einer Eingangshalle führte, eindrang. Der Flur des Sanatoriums lag im Dämmerlicht von den letzten Sonnenstrahlen durch schmutzige Fenster beleuchtet. Als ich mich der Eingangshalle näherte, stieß mir ein fauler, modriger Geruch entgegen. Er war scheußlich. Ich hob mein Oberteil über meine Nase, doch die Faszination in mir gewann. Ich wollte unbedingt mehr über diesen Ort erfahren. Es ist unvorstellbar, dass dieses Anwesen einst Leben und Heilung beherbergt hatte. Jede Tür, jedes Zimmer, was zu öffnen war, betrachtete ich mir. Und jedes Mal beherbergten die Zimmer andere Gegenstände. So entdeckte ich einen Raum, in welchem sämtliche Akten über ehemalige Patienten quer auf dem Boden verstreut lagen. Zwei Türen weiter stieß ich auf ein ehemaliges Krankenzimmer. Und in wieder einem anderen lagen vergilbte Gegenstände und Kinderspielzeuge. Gedanken kreisten mir durch den Kopf. Krampfhaft versuchte ich zu deuten, was in jedem der Räume zuletzt passiert sein musste. Ab und zu zog ich mein Handy aus der Tasche und fotografierte meine ein oder andere Entdeckung. Doch bereits Minuten später überkam ich ein ungutes Gefühl. Ich wusste nicht, ob es an dem Ort lag oder ob ich einfach zu viel nachdachte. Und so ging ich noch tiefer hinein. Plötzlich stand ich vor einer Treppe, welche nach unten in den Keller zu führen schien. Ich folgte ihr und las das Schild, welches neben der Treppe angebracht war. Zur OP. Ein eiskalter Schauer überkam mich, als ich nach unten gelangt war. Es war stockduster und ich zog meine Taschenlampe heraus. Ohne sie hätte ich dort unten keine 10 Meter weit gesehen. Mit der Überlegung, doch wieder umzukehren, entschied ich mich, wenigstens einen der Räume zu erkunden. Doch ab diesem Moment fühlte ich mich so beobachtet wie nie zuvor. Ich kann nicht beschreiben, was es war, aber es fühlte sich so an, als wäre eine elektrische Spannung in der Luft, als würden die Wände schwingen oder gar flüstern. Ab und zu hörte ich ein Poltern, so als ob jemand über mir oder neben mir stampfte. Doch es war niemand zu sehen. Die Geräusche schienen aus den Wänden und der Decke selbst zu kommen. Die anfängliche Freundlichkeit war endgültig verflogen. Als ich die nächste Tür, welche meine Taschenlampe anstrahlte, öffnete, stieß ich auf das wohl angsteinflößendste Zimmer, welches ich je zuvor sah. Ein verlassenes Untersuchungszimmer. Ich sah alte medizinische Geräte, welche nur noch stumme Zeugen vergangener Leiden waren. Benutzte Spritzen mit Nadeln, an dem noch getrocknetes Blut zu erkennen war, und einen silbernen OP-Tisch in der Mitte, ebenfalls mit Blutspritzen darauf. Ich roch widerliche Fäule, Tod und Verderben. Schreckliche Dinge fanden dort unten statt. Mir wurde übel. Ich hatte bereits genug gesehen. Ich wollte einfach nur wieder dort raus. Und dann wurde die Stille plötzlich von kaum hörbaren Schritten unterbrochen. Ein Schauer durchlief meinen Rücken, als ich mich umdrehte. Aber der Flur war leer. Ein Echo von Kinderschreien, weinenden, brüllenden Patienten hallte durch die Räume. Die Umgebung hatte längst an ihrer Unschuld verloren. Das Knarren einer entfernten Tür, die Schreie der Kinder und die wimmernden Patienten wurden immer und immer lauter und schienen näher auf mich zuzukommen. Es waren die Geräusche der Hölle. Was als harmlose Erkundung und Mutprobe begann, verwandelte sich allmählich in einen regelrechten Horrortrip und in eine Reise in die Vergangenheit. Das sanfte Rascheln der Blätter im Vorgarten hatte nur einen hauchdünnen Vorgeschmack auf die Schleier der Vergangenheit. Ich rannte los, ohne mich umzudrehen, was hinter mir her war, und sprintete mit einem Mal zum Auto. Die letzten Sonnenstrahlen waren längst von Nebelschleiern der Nacht umhüllt und es war stockduster und eiskalt. Ich wusste nicht, was ich eben erlebt hatte und ich weiß es bis jetzt nicht. Vermutlich werde ich dies auch nie. Aber eines ist sicher. In diesen Gemäuern durchlebte ich Teile einer grausamen Geschichte,
welche von Dunkelheit, Geheimnissen und Erinnerungen geplagt ist. Ich wurde in etwas hineingezogen, das jenseits unserer Vorstellungen und dem scheinbar Harmlosen lauerte. Wenn ihr also gedenkt, die Lost Place Challenge durchzuführen, tut es nicht. Ihr wisst nie, wo es euch hinführt und was unter den alten Mauern verborgen liegt. Manche Orte sind aus gutem Grund verlassen und manche Geheimnisse sollten lieber Geheimnisse bleiben.